Hallo ihr Lieben, so, ich habe Feierabend und ich war jetzt nochmal beim Optiker, habe eine Peroxidlösung gekauft für die Kontaktlinsen und jetzt werde ich einkaufen fahren. Heute den ersten Teil, morgen den zweiten und ihr bekommt dann morgen wahrscheinlich, also ja, für euch morgen einen Food Haul. Na Bruno? So, die Lotte ist wieder reingekommen. Das ist ja wunderbar. Dann hole ich mal den Rest noch rein. Es ist mittlerweile schon richtig dunkel geworden. Ganz da hinten sind sie. Ha? Die Pony aufgeblustert. Jetzt gehen wir wieder rein. Hopp, hopp. So, also, ich muss gleich noch mal los, aber ich dachte, ich schneide den Babys jetzt schon mal ihr Abendessen und dann wollte ich euch noch was erzählen, was ich gestern festgestellt habe und ich weiß nicht, ob es das gibt, aber scheinbar gibt es das, weil ich hab's. Und zwar schaue ich gestern so in den Spiegel, als ich meine Wimpern mit der Wimpernzange biege. Und dabei ist mir aufgefallen, dass meine Wimpern, also einmal die normale Farbe haben, also das Dunkle von den Wimpern. Und ganz vorne die Spitzen waren blond. Und das habe ich vorher nie gesehen und ich dachte so, Ich habe es aber nur auf dem einen Auge. Und vor, ja, ein paar Wochen habe ich auch die Wimpernzange benutzt und hatte danach das Gefühl auf dem Auge, dass ich mir meine Wimpern abgeknipst habe, weil ich die Wimpernzange falsch benutzt habe. Habe aber nirgends Wimpern gesehen. Hatte aber das Gefühl, meine Wimpern sind auf der Seite kürzer als auf der anderen. Und jetzt denke ich, dass ich tatsächlich auch auf dem Auge blonde Wimpernspitzen hatte und die mir dann tatsächlich abgezwickt habe. Aber weil die eben so blond und hell waren, habe ich das dann nicht gesehen, weil auf den Auge habe ich ja auch nie gesehen, dass meine Wimpern eigentlich noch um ein kleines Stück länger sind, dann aber blond. Also ich habe sowas, keine Ahnung, ob sowas, also ob sowas üblich ist, ob sowas öfter gibt oder was auch immer das ist. Also ich hoffe auf jeden Fall jetzt, dass auf dem Auge das wieder nachwächst, weil wie gesagt, das ist schon ein paar Wochen her und bis jetzt ist da nichts nachgewachsen von meinen blonden Wimpern. Spitzen. Hat das auch jemand von euch oder habt ihr davon schon mal gehört? Also ich war auf jeden Fall ganz erstaunt, als ich das gestern festgestellt habe, dass meine Wimpern tatsächlich noch so ein kleines Stückchen Länge haben, was Blondes. Und das sieht man natürlich nicht. Nur wenn man ganz, ganz genau hinschaut und ganz nah an den Spiegel rangeht, habe ich das jetzt eben durch Zufall entdeckt. Aber schon irgendwie witzig. Also wie gesagt, muss ich gleich nochmal los, aber ich koche jetzt schon mal mein Ei fürs Abendessen und in der Zeit, in der ich dann unterwegs bin, kann das abkühlen. Und ja, jetzt kriegen die Babys schon mal Abendessen, weil ich glaube, die haben Hunger. Ist auch Zeit fürs Abendessen, ich habe auch schon Hunger, ich habe schon länger Hunger. Aber wie gesagt, ich muss noch was besorgen und erledigen. Oh, wie süß. Bruder und Schwester. Ich habe mir das Körbchen hier vor einiger Zeit bei Depot gekauft und ich hatte das bisher in der Küche stehen und also in dem Kallax-Regal in der Küche
Und jetzt dachte ich, ich stelle das ins Bad, weil diese ganzen Sachen, die hier drin sind, die standen vorher immer hier auf dieser Ablagefläche und ja, da ist mal was umgefallen oder es stand nicht gerade, sondern kreuz und quer. Und ich finde, in so einem Körbchen ist es halt schön aufgeräumt. Ich habe da einmal meine Gesichtscreme mit drin, von Weleda meine Tagescreme, dann von Judith Williams diesen Youth Winner straffendes Augengel, einmal mein Deo, da habe ich von Rexona das Cotton Dry Deo, dann habe ich hier die Nachtcreme von Alverde, dann habe ich, ja, Sonnencreme brauche ich jetzt nicht mehr, das Deo nehme ich ab und an mal, mehr als Parfüm als Deo, ja. So sagt man das tatsächlich, auch wenn es sich komisch anhört. Und dann habe ich hier noch eine Gesichtscreme von Florena Tagespflege mit Aprikosenkernöl. Allerdings ist mir die viel, viel, viel zu reichhaltig. Also da glänze ich danach wie eine Speckschwarte. Aber ja, so finde ich, ist das halt schön aufgeräumt. Und da habe ich jetzt noch die Bodylotion hingestellt. Die verwende ich ja schon seit Jahren immer wieder. Von Balea, die Bodylotion, Kokos und Sheanuss. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Und das hier habe ich jetzt erstmal wieder hier oben hingestellt von Rosens, das Rosenwasser, weil ich ja so unreine Haut hatte, also richtig schlimm. Und jetzt benutze ich das nicht mehr und meine Haut wird wieder besser. Vielleicht lag es ja echt daran. Endlich Abendessen. Es gibt eine Mandarine, dann mein Ei, das ich mir gekocht habe, und dann habe ich noch Grießnockelsuppe, einen Teller und zwei Scheiben von dem leckeren Baguettebrot, das meine Mama gestern frisch gebacken hat. Das ist ja mit Käse und Kräutern noch innen drin. Ich zeige euch mal die Scheiben, wenn es scharf stellen würde. Ah ja, jetzt. Aber ich glaube, man kann das gar nicht erkennen. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr lecker und hat auch eine richtig schöne, leckere, fluffige Konsistenz. Also nicht so wie das normale Brot, sondern ganz anders, aber sehr lecker. Und hier habe ich noch etwas von der Grießnockelsuppe drin. Also das sind zum einen die Nockerler, Rosenkohl, Lauch und keine Ahnung, ob noch was drin ist. Kann ich gerade nicht erkennen. Meine Mama variiert ja immer so ein bisschen. Ach ja, genau hier. Ich glaube Zucchini oder Kürbis. Irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall variiert sie immer, je nachdem, was es halt gerade so gibt. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich sehe gerade, das sind Karotten. Die gelben. Schmeckt's? Na toll, jetzt habe ich die... Ah, ich habe nicht aufgenommen. Wunderbar. Oder doch? Naja, auf jeden Fall, ich glaube, ich habe nicht aufgenommen. Es hat die ganze Zeit so komisch geflackert. Bei mir gibt es jetzt noch eine Nachspeise. Und zwar die zwei Pancakes. Die restlichen, die ich noch in der Packung habe, von diesen American Toaster Pancakes. Und die mache ich mir jetzt in etwas Butter warm. Und dann gibt es dazu noch Apfelmus und Sahne und Zimt und Zucker. Ich mag die ja im Moment so gerne. Nachspeise und Sturm der Liebe. Schaut das eigentlich jemand von euch? Die Zuschauerfrage heute kommt von Sommerliebe Forever und sie schreibt bzw. fragt, oder schreibt erstmal, hallo liebe Simone, mir hat dein Video sehr gefallen. Wie schön, dass die Wimperntusche schon da ist. Ich habe dicke Locken, die naturgemäß trocken sind. Weil ich noch kein passendes Shampoo gefunden habe, stelle ich die Frage mal zurück. Neue Frage, was denkt ihr über Anglizismen? Liebe Grüße und bis morgen. Ich habe mir darüber ehrlich gesagt noch keine großartigen Gedanken gemacht, dass ich jetzt sagen könnte, ich hätte die oder die Meinung darüber. Müsste ich nochmal nachdenken, aber ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder um 19 Uhr und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Ach, da fällt mir ein, wahrscheinlich kommt es auf die Häufigkeit drauf an, wie man sie benutzt. Und ich amüsiere mich gerade über den Bruno, beziehungsweise er ist so süß.
Jetzt ist er erschrocken. Der sitzt nämlich auf der Couch. Da ist der kleine Mann und er putzt sich. Und jetzt versucht er sich ganz unauffällig zu machen. Okay, ihr Lieben, also dann bis morgen. Tschüss.